Hallo und willkommen bei der Firma Graf. Heute geht es um das Thema Beleuchtung. Viele BMW- und Minifahrer haben früher oder später das Problem, dass bestimmte Komponenten der Beleuchtung nicht mehr funktionieren. Entweder Komponenten der Beleuchtung hinten oder Beleuchtung Komponenten vorne oder Komponenten wie zum Beispiel Fensterheber. Und die Lösung von den Vertragspartnern und Niederlassungen ist immer leider dieselbe. Die tauschen einfach das Steuergerät aus. Doch das Problem ist oft nicht das Steuergerät oder ein mechanischer Defekt, sondern ein Softwareproblem, was natürlich auch wieder kommt, wenn ihr das Steuergerät einfach neu tauscht. Doch das Austauschen alleine ist natürlich auch nicht immer einfach. Und darauf werden wir in diesem Video auch eingehen. Das heißt, wir werden euch darüber informieren, welche Alternativen es gibt, inwieweit sich die Alternativen unterscheiden und warum auch der Austausch des Steuergeräts Gefahren mit sich bringt. Wir sehen hier zum Beispiel dieses Fahrzeug. Wir haben das Auto jetzt einmal hier ausgelesen. Ihr seht, hier funktioniert zum Beispiel die Komponente der Beleuchtung hinten nicht. Wir sehen auch bei dem Fahrzeug, dass Tagfahrlicht nicht funktioniert. Tagfahrlicht rechts funktioniert nicht, Tagfahrlicht links funktioniert. Und wir haben bei dem Fahrzeug auch eine Fehlermeldung im Auto, und zwar nur Fehlermeldung, dass das Tagfahrlicht an sich nicht funktioniert. So. Wenn wir das Auto aber auslesen, sehen wir hier, wir haben nur eine einzige Fehlermeldung mit Höhenstandssensor hinten defekt. Keine Fehlermeldung mit den Problem hinten, dass hier was nicht funktioniert, was man hier sehen kann, oder mit dem Problem vorne. In diesem Fall haben wir ein Softwareproblem dieses Fahrzeugs. Das heißt, ein Softwareproblem in dem Steuergerät für die Beleuchtung. Ich werde euch einmal das Steuergerät für die Beleuchtung einmal kurz zeigen. Das kann man hier sehen. So sieht das Ganze aus. Und das Ganze ist zum Beispiel hier verbaut. Das heißt, genau so ist das im Fahrzeug eingebaut. In manchen Fällen können wir das Problem aus der Ferne lösen. Dann schicken wir euch so ein Kabel und dann können wir aus der Ferne auf das Fahrzeug zugreifen, ohne dass ihr zu uns kommen müsst oder ohne dass ihr das Steuergerät ausbauen müsst. Bei manchen Fällen muss man das Steuergerät ausbauen. Das befindet sich hier vorne. Das heißt, ihr nehmt diese Abdeckung hier unten einmal ab. Und ihr nehmt die Abdeckung ab hier, wo zum Beispiel man die Motorhaube aufmacht, und schickt uns das Steuergerät zu. Aber was ist das gesamte Problem des Ganzen? Das Problem ist, dass dieses Steuergerät früher oder später aufhört zu funktionieren, denn es hat einen eingebauten Softwarefehler. Dieser Softwarefehler passiert so wie in diesem Fall einfach so, das heißt, die Komponenten fallen einfach aus. Bei anderen Fällen ist das einfach, dass ihr bei einer Werkstatt gewesen seid oder ihr habt eine Diagnose durchgeführt und danach fallen fast alle Komponenten der Beleuchtung aus. Das heißt, die Fensterheber gehen nicht mehr, Blinker funktionieren nicht mehr. Also die meisten Funktionen sind nicht mehr da. Und das Steuergerät wird einfach getauscht. Doch das Tauschen des Steuergeräts ist nicht immer einfach. Es kostet erstens relativ viel Geld. Das heißt, wir liegen da preislich bei 750 Euro inklusive Einbau und Kodierung. Doch die Problematik kann man hier sehr gut sehen. Wir haben hier zum Beispiel sehr viele Steuergitter bei dem Fahrzeug. Und wenn wir ein neues Steuergitter einbauen, müssen diese gesamten Steuergitter, die wir hier zum Beispiel sehen, auf einen neuen Softwarestand gebracht werden. Denn das Steuergitter, das wir da einbauen, ist natürlich ein neues Steuergitter und hat einen neuen Softwarestand. Hier sieht man, was man leider oft sieht, 2011er Fahrzeug und 2013er Softwarestand. Das heißt, diese ganzen Steuergeräte müssen auf einen neuen Softwarestand programmiert werden. Und das ist gefährlich. Das heißt, wenn ein Motorsteuergitter funktioniert, und man ihm sozusagen es nicht löscht, nichts updatet, wird das auch funktionieren. Wenn wir aber das Steuergerät updaten, das heißt, wir löschen den Speicher des Motorsteuergeräts und programmieren den Speicher nochmal neu, kann es dabei kaputt gehen. Und so geht es auch zum Beispiel dem Navi, dem Steuergerät für zum Beispiel ABS oder dem Getriebe. Und diejenigen, die bei so einer Programmierung, wenn das passiert, dafür leider blechen müssen, seid ihr. Das heißt, der Vertragspartner oder die Niederlassung übernehmen das Ganze nicht. Ist ja auch logisch, das Auto ist über 10 Jahre alt. Wie sollen sie das übernehmen? Wir haben eine andere Lösung. Wir haben die Lösung, dass sie uns das Steuergerät schicken können zum Beispiel und wir modifizieren das Ganze mit einer veränderten Software, damit diese Softwareproblematik nicht wiederkommt. Es gibt natürlich auch Lösungen, dass man einfach die alte, defekte, fehlerhafte Software wiederherstellt. Das ist auch deutlich günstiger. Nur was bringt es euch, eine Software wiederherzustellen, die früher oder später irgendwann kaputt geht? Dann müsst ihr das Ganze wieder von vorne anfangen. Ihr müsst das Steuergerät wieder ausbauen, ihr müsst das irgendwo hinschicken. Diesen ganzen Ärger und den ganzen Stress braucht keiner, weder ihr
noch wir. Deswegen haben wir nach einem Partner gesucht und gefunden, der die fehlerhafte Software modifiziert und alles so funktioniert wie vorher, nur dass das Problem nicht wiederkommt. Dabei, wie schon gesagt, schickt ihr unser Steuergerät zu, baut das aus. Wir schicken es am selben Tag wieder an euch zurück. Ihr baut das ein, alles funktioniert. In seltenen Fällen gibt es auch Fälle, wo unser Steuergerät zum Beispiel mechanisch kaputt geht, durch Wassereinbruch oder durch einen Kurzschluss. Auch für solche Fälle haben wir eine Lösung. Dabei schicken wir euch ein Austauschsteuergerät. Das heißt, wir kaufen für euch ein gebrauchtes Steuergerät, passen das an, dass es Plug and Play ist. Also ihr baut das ein, alles funktioniert. Wenn ihr solche Probleme habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, telefonisch oder per E-Mail, und wir werden für jede Fälle, für jedes Problem für euch eine Lösung finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.